Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Karina von BigMate. Heute nehmen wir ein Wickelkleid. Ja genau, ich weiß, das ist gerade voll modern. Und die liebe Raffaela von Fancy Fabrics bringt ganz aus. Yay! Voll cool. Und jetzt brauchst du keine Angst haben. Es ist nicht schlimm zu nähen. Es geht voll super. Keine Angst. Wir nähen das Oberteil doppelt. Es könnt ihr auch mit Beleg nähen. Es gibt die Variante mit normalen Ärmel in kurz, drei Viertel lang. Oder ein Ärmel-Volant, den nähen wir. Genau. Ich habe da den schönen Stoff von Apfelschick. Aus dem werden wir das Kleid machen. Wie gesagt, ich finde es voll cool. Es gibt einen schmalen Rock und einen weiten Rock. Ich nähe einen weiten Rock. Vorne, also es ist wirklich ein Wickelkleid mit Bindebänder, mein Lieblingswort. Die, was man so, also wo man wirklich das Oberteil getrennt hat. Das Übereinanderschlag und zusammenbindet. Finde ich voll cool. Yeah! Und ja, mega. Mega, mega, mega. Also ich glaube, Raffaela, das wird voll rocken. Bin zuversichtlich, das ist echt ein cooler Schnitt, Mädels. Den müsst ihr euch holen. Und gerade jetzt im Sommer voll, voll, voll modern. Und ich würde sagen, wir legen einfach gleich los. So, ich habe jetzt ja schon wieder zugeschnitten. Wir nähen ja das Oberteil doppelt. Ich habe jetzt nur nicht so viel Stoff gehabt, dass ich jetzt das Innenfutter vom Oberteil aus dem gleichen Stoff mache. Deswegen wird das schwarz bei mir. Also da habe ich einmal Rückenteil und zweimal das Vorderteil, Rückenteil im Bruch. Dann haben wir da die vier Teile des Bindebandes, die Bindebänder. 1, 2, 3, 4. Viermal. Mit dem werden wir gleich starten. Dann haben wir da zweimal unsere Ärmel, also unseren Armvolant. Wenn ihr die normalen Ärmel nähen wollt, habt ihr da dann die normalen Ärmel. Dann haben wir zweimal den Vorderrock. Da haben wir jetzt auf da habe ich jetzt da rundherum eine Samtzugabe dazu gegeben. Ich verwuschle alles. Dann haben wir wieder unser Vorderteil, das Rückenteil und einmal unseren Rock für hinten im Bruch. Dann haben wir an alle unsere Teile. Supi. Dann können wir schon loslegen. Und zwar nähe ich jetzt als erstes die Bindebänder zusammen. Bindebänder, weil ich liebe das Wort, das wisst ihr ja. Bindebänder. Machen wir mal Platz. Also beim Armvolant, wenn es euch jetzt vom Stoff her nicht ausgeht, könnt ihr es natürlich an der Schulternaht, könnt ihr da also keinen Bruch machen, sondern damit Nahtzugabe zuschneiden und die Schulternaht dann zusammennähen. Geht auch. Das ist das Schnittmuster. Weil es war, ich habe da eh noch, wie habe ich es denn? Die Rohversion, also die erste Version, und da war es eh getrennt, seht ihr eh. Da war Schulter, also da war Vordervolant und Hintervolant. Ich habe es dann einfach da zusammen gemacht. Notfalls könnt ihr es eben auch da auseinander machen und eine Naht machen und dann braucht es nicht so viel Stoff, wie es eigentlich ausgeht. Es wisst ihr, wie der Naht- und Saumzugabe ist nicht dabei, eben den müssen wir dazugeben. Dann legen wir jeweils zwei Bänder rechts auf rechts aufeinander und schließe drei Seiten. Ich schließe die zwei langen Seiten, da und da, und ich schließe eine kurze Seite. Weil über die eine kurze Seite wende ich es dann. Und die kommt ja dann so, und so zwischen Vorder- und Rücken, zwischen die zwei Vorderteile. Zwischen die zwei Vorderoberteile. Deswegen braucht man die Naht nicht schließen. Also bei vorne jeweils die zwei langen Seiten und eine kurze Seite schließen. Das machen wir jetzt gleich mal. Dann haben wir die Bänder fertig und dann wenden wir es gleich. Und dann können wir schon das Oberteil nähen. Yay! Boah, zack, zack, zack! Da haben wir jetzt unsere zwei Bänder.
Da die Ecken habe ich ein bisschen eingeschnitten, damit es dann schön erfällt und dann kann ich sie auch schon wieder wenden. Ich nehme wieder mein Stäbchen, das wird jetzt zwar ein bisschen kurz sein. Und durchgewendet. Und das gleiche machen wir mit dem zweiten. Seht ihr, richte mir da mit dem Stapel gleich die Ecken, solange ich mit dem Stapel drinnen bin. Und dann haben wir die schon fertig. Ja, da haben sich meine Kinder ausgetobt. Dann holen wir uns unsere Oberteile. Weil bei denen können wir jetzt gleich hergehen. Und die Schultern anschließen. Rechts am besten ein Rückenteil. Mit der rechten Seite nach oben vor ein Kinn. Und dann nehmt ihr eure Vorderteile. Und klipselst die Schultern fest. Die Schulternähte könnt ihr jetzt schließen. Und das könnt ihr jetzt nicht nur bei dem Teil, sondern auch beim inneren oberen Teil. Beim Futterteil schließen wir auch die Schulternähte. Und wenn wir das bei beiden Oberteilen gemacht haben, können wir jetzt auch schon die Oberteile miteinander verbinden und die Bindebänder einnähen. Also die Bindebänder kommen ja da ans Vorderteil. Da könnt ihr dann gleich hergehen. Ein Bindeband nehmen. Schaust, dass die Nahtzugaben schon nach außen liegen. Und das kommt an die obere Kante. Lass es ein bisschen ausstehen. Und an die Kante, also jetzt zeige ich das mal ein bisschen besser. Also das ist jetzt auch Vorderteil. Und an die Kante könnt ihr jetzt gleich ein Innenfutter legen. Schauen wir uns, dass wir schön rechts auf rechts haben. So. Weil dann legen wir das gleich schön rechts aufeinander und verbinden das Band und das Außen- und Innenteil. Und am Ausschnitt entlang gehen wir jetzt nach oben, stecken wir es nach oben fest, weil dann können wir schön die Runde. Schau, dass das Band nirgends dazwischen kommt. Am besten macht es euch da so einen Haufen und klappst es da so drüber. Dann gehen wir jetzt weiter zur Schulternaht. Legen die zwei Schulternähte rechts auf rechts. Klappen eine Nahtzugabe nach links, eine nach rechts. Kannst es da eben mal schön festklipsen. Gehen dann weiter übers Rückenteil, legen beim Rückenteil dann wieder die zweite Schulternaht rechts auf rechts. Seht ihr, da haben wir dann die Schulter, hinten die Schulter, den Rückenausschnitt. Schön übereinander. Da und da. Und dann gehen wir wieder übers Vorderteil, übers zweite Vorderteil nach unten. Die lange Kante vom Ausschnitt. Und können dann da vorne wieder das zweite Bindeband einlegen. Schön da auf die Kante, also so ein bisschen 1 cm weg wegen der Nahtzugabe. Legen das Futterteil wieder auf rechts drauf. Und stecken es wieder fest. Und dann können wir genau den nach, was wir jetzt rundherum festgesteckt haben, mit der Overlock oder mit einem elastischen Stift oder Nähmaschine festnähen. Also wir nähen jetzt das Vorderteil zusammen, das Rückenteil zusammen und wieder das Vorderteil. Und schauen, dass das Bindeband, da ist jetzt 1 cm Nahtzugabe frei, damit es da irgendwie abschneidet.
Genau, und schneide jetzt die kurze Kante, die lange Kante, den Rücken, die lange Kante und wieder die kurze Kante in einen Ruck zusammen. Dann haben wir da einen ziemlichen Haufen. Aber wir können das jetzt wenden. Wir haben da jetzt schön die Kante von den Bändern. Und die Kante, 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 die Kante, die Kante könnte jetzt. Oh Gott. Die Kante bügeln wir dann. Ich steppe sie wieder nicht ab, weil ihr wisst, wenn ich das absteppe, wählt sich das bei mir wieder so wild. Es könnt es natürlich absteppen. Irgendwann, wenn ihr mal Geld für eine neue Nähmaschine habt, steppe ich dann auch ab. In so 3453 Jahren. Dabei muss bügeln lange. Gut, was wir jetzt eigentlich davor hatten machen können, was wir aber jetzt auch machen können, ist nur die Seitennähte schließen. Wie heißt es so schön? Viele Wege führen nach Rom oder alle Wege führen nach Rom. Wenn es, ich sage es eh, aber es ist das Kleid schon fertig. Und ihr seid jetzt gerade an der Stelle, wo wir die Seitennähte vom Oberteil schließen. Stopp! Seiten, also von einer Seite vom Oberteil die Seitennähte kein zurück mit der Overlock schließen. Die andere Seite bitte mit einem Dreifachgeradstich, weil wir müssen ja da auf der Seite nur die Öffnung lassen, wo das Bindeband durchkommt. Also wir nähen bis zu der Markierung und dann drunter das zusammen noch. Und sagst du, ich habe das mit der Overlock gemacht und dann kann ich aber die Nahtzugabe nicht auseinanderklappen. Also näht eine Seitennaht, also auf einer Seite das Innenteil und das Außenteil mit einem Dreifachgeradstich, damit es dann die Nahtzugabe schön auseinanderklappen könnt und dann könnt ihr das absteppen. Genau, unbedingt. Ich habe es nicht getan, sagt ihr, ich habe wieder alles auftrennen müssen, weil ich die Öffnung vergessen habe. Fail, fail, fail. Ich werde es aber in die richtigen Stellen vom Video hoffentlich einschneiden. Und dann eben, wie gesagt, Nahtzugabe auseinanderklappen, fixieren und dann haben wir die Öffnung, wo das Bindeband durchkommt. Kein Stress, machen wir es halt jetzt. Und jetzt haben wir da schon so Vorderteil zusammengenäht. Und jetzt schließen wir da noch die Seitennähte, damit wir dann noch die Ärmel einnähen können. Dann die Rockteile zusammennähen, säumen und fertig! Ich mag es, ich liebe es, ich finde es toll, ich finde es super. Also, seht ihr, wir haben jetzt da schon die Bänder. Es läuft, es läuft. Wir haben es da verbunden. Supi! Jetzt legen wir unsere Seitennähte vor uns hin und klappen da die Seitennaht rechts auf rechts auf die Seitennaht. Und schließen die. Und das gleiche könnt ihr beim Rückenteil gleich mit der zweiten Seite machen. Holt euch die zweite Seitennaht rechts auf rechts. Da ist super, wenn man innen einen anderen Stoff hat wie außen, weil nachher zieht man das gleich. Wenn es die beiden gleichen Stoffe waren, war es ein bisschen verwirrend, aber so sehe ich gleich, das ist der Außenstoff. Da nähe ich die Seitennaht zusammen. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr die Seitennähte auch vorher schließen. Aber jetzt seht ihr, das Rückenteil haben wir jetzt einmal mit der Vorderseite verbunden. Dann wenden wir das, dann haben wir da noch unser anderes Rückenteil. Da holen wir uns wieder unser Vorderteil rechts auf rechts. Haben da wieder beide Seitennähte und die schließen wir auf der Seite und auf der Seite. Ja, jetzt ist mir passiert. Ich bin eigentlich schon fertig mit dem Kleid, ich habe alles Stück gesäumt. Jetzt habe ich wieder aufgetrennt. Schneide vorne ein
Weil es gehört ja, ich bin ja ganz dumm, vielleicht ganz dumm, auf einer Seitennaht eine Öffnung beim Oberteil. Also jetzt sage ich das jetzt. Wir haben da die Oberteile. Einmal und zweimal. Und es liegt ja eins über dem anderen. Das heißt, bei einem sind ja die Bänder drunter. Und damit die Bänder auf der Seite auch irgendwo rauskommen, müssen wir beim Oberteil, bei der Seitennaht, eine kleine Öffnung machen. Die machen wir so groß wie das, also so breit wie das Band. Ich habe es da nochmal den Rock aber getrennt, weil ich den ja schon festgenäht habe. Und ich trenne jetzt auch da bei meiner Seitennähte ein kleines Loch auf. Es ist dann eh markiert, wo das ist, die Stelle. Also da so. Und da schlage ich dann die Nahtzugabe auf die Seite und nähe sie mit einem Geradstich, fixiere sie. Also ich trenne mir es jetzt da wieder auf. Heieiei, fail, fail, fail. Eben das nächste ist dann unten noch zusammen. Und da haben wir dann das, die Öffnung. Das nächste ist bis zur Öffnung und dann drunter noch. Damit wir dann die Öffnung da haben. Also nicht so wie ich, nochmal auftrennen. Kennst du natürlich. Aber es ist nicht so empfehlenswert. Sechs, und dann habe ich da. Machen wir das alles weg. So, hab dann da mein Loch und klappe jetzt da meine Nahtzugabe, seht ihr, einfach nach außen. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer das zu sagen, weil es ja schon festgenäht ist, also einmal da nach außen klappen und einmal da und ich nehme sie fest. Also ich schneide mir es jetzt da ein bisschen ein. So, und das ist nächstes mit der Nähmaschine. Die klappt man jetzt da nach außen und fixieren wir sie, dass sie da eine schöne Öffnung hat und die Nahtzugabe nicht irgendwie so nach außen kippt. Also sechs, so schaut das aus. So habe ich jetzt meine Öffnung. Am besten ist nicht eine Seitennaht mit einem dreifach Geradstich. Weil dann kannst du die Nahtzugabe schön auseinanderklappen. Und das mache ich jetzt beim Innenteil auch noch auf der gleichen Höhe. So. Und dann haben wir da das Loch. Mit nur zigtausend Fäden. Wo kommen denn die alle her? Also. Seht ihr, jetzt habe ich da schön meine Öffnung. Nochmal. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Heute Fail-Video. Und so schaut es dann aus. Die Seitennähte sind geschlossen. Jetzt können wir unsere Ärmel holen. Legen wir das einmal auf die Seite. Haben da zweimal den Ärmel. Da habe ich jetzt eine Saumzugabe dazu gegeben. Müsst es nicht, weil es könnte es auch einfach versäubern oder es lasst es so, weil mit Jersey ist das ja gleich oder mit Sweat. Ich habe mir das Vorderteil markiert. Legen wir das jetzt da rechts auf rechts und schließe da die kurze Naht. Und das gleiche mache ich mit dem zweiten. Ich gehe her, lege es rechts auf rechts und schließe die Naht. So schaut das jetzt dann aus. Jetzt haben wir da mal unser Vorderteil und da unser Vorderteil, unseren Knips. Dann nehmen wir mal einen Ärmel, holen uns wieder unser Vorderteil. Da ist der Knips, seht ihr, das heißt, ich nehme die Seite. Und das geht jetzt schön an den Ärmel. Das heißt, ich lege das auseinander. Und stecke das jetzt an beide Ärmelteile fest, ans Vorder-, ans Innen- und ans Außenteil. Vorder- und Rückenteil. Innen- und Außenteil.
paar Nähte. Also jetzt haben wir drei Nähte da aufeinander. Schaut, dass die schön übereinander liegen. Steckt das eigentlich fest. Und steckt das eigentlich jetzt rundherum fest. Und immer schauen, dass es beim Oberteil, wenn es doppellagig näht, alle drei Stoffteile habt. Ärmelvolant, Außenteil und Innenteil vom Oberteil, also Außen- und Futterteil. Dass es ja schön alle drei Teile zusammennäht. An der Schulter habt ihr nur zwei Nähte, vom Außen- und vom Innenteil. Und dann seht ihr, könnt ihr den Ärmel rundherum festnähen. Wieder mit der Overlock oder mit der Nähmaschine rundherum nähen. Auf beide Seiten. Für den Rock gehen wir wieder auf den Boden. Dann nehmen wir uns jetzt einmal unseren. Was sind die zwei Vorderteile? Die brauchen wir jetzt mal. Ich suche den. Dann Rückenrock. Und da legen wir uns jetzt unsere Vorderteile vom Rock. Seitennaht auf Seitennaht, weil wir haben jetzt zwei Vorderröcke, weil da haben wir die Rundung. Einmal. Und zweimal. Und schließen da die Seitennähte. Die Seitennaht und die Seitennaht. Und dann können wir den Rock auch schon ans Oberteil festnähen. Und dann brauchen wir einmal den Rock säumen und die Ärmel säumen. Und dann sind wir fertig. Also vor einem Wickelkleid braucht ihr jetzt nicht wirklich Angst haben. Und sie sind super, super modern. Also, beide Seitennähte schließen. Gut. Dann haben wir da unser Rock. So schaut das jetzt aus. Und das klipseln wir jetzt ans Oberteil fest. Rechts auf rechts. Also ich gehe jetzt her. Breite mir jetzt mein Vorderteil aus. Da habe ich mein Rückenteil. Das Rückenteil kommt an den Rückenrock. An den Hinterrock. So, jetzt brauchen wir mal Stoffklammer. Sammeln wir mal den vom Boden ein. Schauen, dass da wieder schön die Naht aufeinander liegt. Und klipsel dem als erster fest. Naht auf Naht. So. Da wieder schauen, dass wir alle drei Stofflagen vom Rock und die zwei Oberteile. Jetzt haben wir schon mal hinten festgeklipselt. Dann die Seite. Bei der Seite tun wir jetzt die Nahtzugabe gleich nach innen schlagen. So, den jetzt. Die Samtzugabe, nicht die Nahtzugabe, die Samtzugabe. Weil wenn ich jetzt meinen Rock, also mein Oberteil da an den Rock feststecke, werde ich gleich sehen, dass sich das nicht ausgeht. Weil wir ja beim Rock eine Samtzugabe haben. Und damit uns das da schön, dass wir da keine Naht sägen, klappt man die jetzt ums Vorderteil. Also wir stechen das Vorderteil da her. Und 6e. Da habe ich jetzt meine Samtzugabe. Es geht sich jetzt nicht aus, also mit dem Vorderteil da ganz nach außen vor. Das gehört aber so. Weil ich jetzt hergehe und die Nahtzugabe übers Vorderteil klappt. Schön, dass es dann die Kante da an der Kante ist und klappt es so drüber und habe jetzt da so ein Sandwich. Und das nähe ich da entlang fest, weil dann kann ich das nach außen klappen und kann den Rock dann innen rein säumen. Das zeige ich dann, wenn wir es genäht haben.
auf der zweiten Seite ganz das gleiche. Wir klipseln das nach außen fest. Ich sollte halt nicht am Ärmel sitzen. Und da klappe ich mal wieder, seht ihr eh, die Saumzugabe nach innen. Und kann jetzt den Rock so ans Oberteil festnähen, ohne dass ich dann beim Übergang zwischen Oberteil und Rockteil irgendwie eine schierige Naht habe, die was man dann sieht, also eine hässliche Naht hat. Nehmen wir das jetzt fest. Genau, woo! So schaut das jetzt aus. Und jetzt kann ich da die Nahtzugabe drüber klappen. Und dann 6 habe ich da jetzt einen schönen Übergang zwischen Vorderteil und Rockteil und kann da gleich die Nahtzugabe festnähen. Das Oberteil nach oben klappen und da an der Kante wieder drüber schlagen und ich habe wieder einen schönen Übergang. Und dann nehmen wir die Nahtzugabe vom Rock rundherum fest. Das mache ich am besten mit einem Zickzackstich, kennt ihr mit der Coverlock. Also seht ihr, wenn ich da meinen Rock dann habe, das braucht jetzt ein bisschen viel Platz. Und dann kann ich meinen Rock jetzt da unten säumen. Das ist jetzt eine lange Saumnaht. Da fange ich an. Und da rundherum, bei der Kurve ganz langsam, die Kurve nach innen schlagen und schön säumen. Rundherum, bis wir dann wieder an der Seite angelangt sind. Also wie gesagt, ich fange jetzt auf einer Seite an da. Ich habe da ein bisschen Randstreifen, aber das macht ja nichts, weil das ja innen ist. Ich nehme einen Zickzackstich von meiner Nähmaschine. Säumen Sie jetzt genau da entlang. Jetzt kommen wir da zur Rundung. Und sechs Eder. Eh, da tue ich mich auch immer ein bisschen schwer. Da müsst ihr schauen, dass es schön den Jersey ein bisschen mitdehnt. Bei Jersey geht das eh relativ gut. Wenn da innen drin ein paar Falten sein, ist das komplett wurscht. Und dann brauche ich jetzt eigentlich gleich mal hergehen und die Ärmel auch nach innen säumen. Oder wie gesagt, eben nur rundherum mit der Overlock oder der, wie heißt es, am Zickzackstich oder am Fake-Overlock-Stich zusammen, also da säumen, jetzt rede ich es nicht mehr, rundherum nähen. Ich schlage es jetzt wieder ein und nähe es wieder mit einem Zickzackstich, säume es nach innen. So ihr Lieben, so schaut sie aus, unsere Heather. Ich finde es mega cool. Es seht ihr, da auf der Seite, seht ihr nicht, kommt das Bindeband außer, wird da vorne dann zusammen, also von hinten nach vorne überlappend gebunden. Ich finde die Ärmel auch total süß. Den Ausschnitt seht ihr, ich habe jetzt noch nichts gebügelt und es seht ihr jetzt eh die Rundung. Ich habe sie noch nicht gebügelt, ich muss sie bügeln. Innen rein mit Falten, damit sie schön, damit schön rund wird. Wer das natürlich mit will, kann sich natürlich auch einen Beleg machen. Einfach dann den Beleg rundherum festnehmen, geht natürlich auch. Und es sagt eh, auch mir passieren Fehler. Ja, eben, ich habe da die Öffnung vergessen. Haben wir nachgeholt, ist kein Problem. Nahtauftrenner ist überhaupt mein Lieblingsgerät, den brauche ich ganz, ganz, ganz oft. Und ja, ich sehe, da kriegt der Fuß aus. Ja.
Ah, ich bin mega begeistert. Liebe Raffaella, du hast das super gemacht, super Schnitt. Yay! Ich bin voll cool. Also, ich verlinke euch wieder unten. Stoff ist von Apfelschick, der Schnitt ist von der Raffaella von Fancy Fabrics. Verlinke ich euch unten. Jetzt war der Schnitt mega genial. Und ja, ich verlinke euch auch wieder die Fotos zu meiner Facebook- und Instagram-Seite. Schaut es vorbei. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal, es kommen ganz viele Videos noch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Karina von Big Made. Tschüss!